Hallo, ich bin Lisa und ich werde heute einen Lernfilm über das Thema unterwegs nach Europa machen. Viel Spaß! Der Ablauf wird folgendermaßen sein. Zuerst werden wir den Blick in die Vergangenheit und heute machen. Dann werden wir die Entwicklung anschauen, wie es in der Zukunft aussehen wird, eine Expertenmeinung und zu guter Schluss noch den Abschluss. Der Abschluss verrate ich euch noch nicht, was es ist. So, wir werden jetzt mal starten mit dem Blick in die Vergangenheit und wie es heute aussieht. Hierzu habe ich euch einen Zeitenstrahl gemacht. Wir starten jetzt mal mit den roten Feldern, nämlich in der Vergangenheit. Früher reiste man mit dem Schiff, denn man hatte noch keine Flugzeuge. 1482 war die Entdeckungsfahrt von Kolumbus. Kolumbus wollte eigentlich von Spanien nach Indien. Alle hielten ihn für verrückt, denn die Menschen hatten damals eine andere Vorstellung vom Weltbild als wir heute. Sie dachten, es sei eine Platte und wenn man zu weit mit dem Schiff hinausfährt, fliegt man hinunter. Kolumbus durfte trotzdem gehen, denn wenn er es schaffte, würde Spanien reich werden, denn sie profitierten vom Handel mit Gold. Dies taten sie auch am Ende, aber sie reisten an einen ganz anderen Ort, denn sie entdeckten ein neues Land, nämlich Amerika. Heute haben wir ganz andere Sachen. In Europa reisen wir meistens mit dem Flugzeug, dem Schiff, aber man kann auch mit dem Auto reisen. Heute haben wir viele verschiedene Möglichkeiten. Auch viele Flüchtlinge haben heutzutage das Ziel Europa. Denn wenn es in anderen Ländern Krieg gibt, suchen die Menschen eine neue Heimat. Europa ist ein sehr sicherer Kontinent und darum haben auch viele das Ziel. Auch große Firmen, wie zum Beispiel die Siemens, haben ihren Standpunkt in Europa. Wir sind nämlich für die Wirtschaft ein sehr wichtiger Punkt. Wir sind auch für Touristen ein sehr spannender Kontinent. Wir haben viele eindrückliche Sachen und auch sehr unterschiedliche Klimen. Am einen Ort ist es warm, am anderen Ort sehr kalt. Darum sind wir einer der meistbesuchtesten Kontinente der Welt. Wir machen jetzt direkt mal weiter mit dem nächsten Thema, nämlich der Entwicklung. Die Entwicklung beginnt zum Beispiel beim Transportmittel. Früher reiste man, wie schon gesagt, mit dem Schiff. Heute fliegt man vor allem, denn es geht viel schneller und man hat statt tagelange Reisen nur noch wenige Stunden. Heute reist man auch in der Freizeit sehr gerne, zum Beispiel in den Ferien als Freizeitbeschäftigung. Früher reiste man, wenn denn, nur für geschäftliche Sachen. Früher war es auch sehr viel gefährlicher als heute. Heute ist vor allem eine große Gefahr der Flugzeugabsturz. Früher musste man bei jeder Schifffahrt Angst haben vor Raubüberfällen. Das hat man heute definitiv nicht mehr. Firmen verlegen ihren Standpunkt von Amerika nach Europa, denn wir haben ein sehr gutes Image. In der Zukunft wird es wahrscheinlich so aussehen. Das Reisen wird wahrscheinlich wieder teurer. Der Treibstoffausstoß wird wahrscheinlich ein größeres Thema. Und wahrscheinlich werden wir auch viel schneller reisen. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit für unser Flugzeug. Wer weiß? Wahrscheinlich werden auch noch andere Reisemöglichkeiten plötzlich zum Vorschein kommen. Welche kann man heute noch nicht sagen. Und Firmen werden mehr Videocalls haben als früher. Dies wird Corona zu verdanken sein. Experten sind sich allerdings noch nicht ganz einig, wie es in Zukunft wirklich aussehen wird. Sie sind sich zwar sicher, dass es wahrscheinlich wieder mehr Leute reisen wollen, was man aber noch nicht weiß, wie es in naher Zukunft aussehen wird.
Weil zum Beispiel Corona uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Auch das CO2, der CO2-Verbrauch wird ja mehr thematisiert. Und wie die Menschen darauf reagieren, weiß man auch noch nicht. Und natürlich gibt es auch noch viele andere Sachen, wo man noch nicht weiß, ob es wirklich so weitergehen wird. Das ist eine Studie von NZZ. Das Wichtigste ist, dass man weiß, dass sich das Reisen sehr stark verändert hat. Wir ein sehr wichtiger Kontinent sind für Touristen und dass das Reisen wahrscheinlich sich nochmal stark verändern wird. So, jetzt sind wir leider schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und könnt mit meinem Flieger hier weiter zum nächsten Lernfilm fliegen. Tschüss!